Ja, denn. Palmon-Fenster, Palmon-Fenster, Palmon-Fenster. Ich rede natürlich zuerst mit dem Fenster. Seine Achterbahn, wäre sie in Betrieb. Das hatten wir schon. Na dann. Huch, was macht ihr denn hier? Na, wir versuchen, Mio zu retten. Wirklich? Und das sagst du nicht nur, um ihre Majestät an die Fieslinge auszuliefern? What? Spiel? What the fuck? Warum ziehst du jetzt wieder den Scheiß ab, dass sie mir nicht trauen? Nachdem du mir die Wahl gegeben hast, ihnen das Leben zu retten, ich würde noch nicht einmal wirklich nachvollziehen können, wenn das passieren würde, wenn ich sie nicht geheilt hätte, weil ich habe denen ja doch schon erklärt, dass ich denen helfen will, beziehungsweise dass ich Mio nichts Böses tun will. What the fuck is going on? Was ist das Writing? Haben hier verschiedene Writer dran gesessen und haben sich nicht abgesprochen, wie weit man in der Story ist und was der Spieler weiß und schon erklärt hat oder nicht? Hilfe! Das ist ja eine Katastrophe hier gerade! Auf keinen Fall, das würden wir niemals tun. Ja, man sagt die Wahrheit. Wenn du weißt, wo Mio sich versteckt, kannst du es uns bitte verraten. Also, ja? Nein, ich darf nicht und ich tue es nicht. Was? Aber was, wenn die Fieslinge sie schnappen, bevor wir sie finden? Das wird niemals passieren. Niemand würde an so einem Ort suchen. Klingt, als würde sich an einem unvermuteten Ort verstecken. Okay. Niemand würde ihre Majestät dort suchen. Ja, ich weiß, Programming ist hart und Storywriting apparently auch. Oh. Why? Warum zieht das Spiel sowas mit mir ab? Warum? Oh. Oh, Spiel, warum? Ist einer von den Kleinen, der wahrscheinlich sich auch an nichts erinnern wird. Nicht, dass ich ihn mit Salbe gerettet habe und dass es ihm nur gut geht, weil ich da war, um ihm zu helfen. Himon habe sie aufgestellt, wahrscheinlich zur Deko. Vielleicht bin ich ein Monster raus, wenn ich sie öffne. Oh nein, ich fantasiere. Öffne es. Open it up. Öffne es. Amuse me. Oh Gott. Das tut. Ach, es tut schon echt weh. Ach, es tut schon echt weh, ey. Ach Gott. Schatztruhe. Ich hatte die Schatztruhe schon, leider. Ach, du bist das. Perfektes Timing. Hast du Mio gesehen? Du meinst ihre Majestät? Ja, wir suchen sie überall, aber finden sie einfach nicht. Wir müssen sie finden, bevor der Feind es tut. Falls du irgendwas weißt, würdest du es bitte sagen. Also, sie müsste sich am sichersten alle Orte verstecken. Dakuma, wo ist der sicherste aller Orte? Keine Ahnung, das ist zu vage. Hat dieser Park sowas wie ein Panic Room? Oder ein Shelter. Oder etwas in der Art und Weise. Aber wir merken es uns. Danke. Ja, danke. Danke für nichts. Ihre Majestät müsste sich am sichersten alle Orte verstecken. Vor allem, er sagt jetzt nicht, dass hier nichts mehr zu tun gibt. Also scheint es ja noch etwas hier zu tun zu geben, nicht wahr? Nicht wahr? Programming ist fucking hart. Ich weiß, dass Programming fucking hart ist. Aber man muss nicht so inconsistent sein. Okay, da ich nichts finde, fuck you. Also, am sichersten aller Orte. Oh, ich bekomme... Oh. Oh, I see. Oh, I see. Ich bekomme also Hilfe. Okay. Man hätte ja nicht den Spieler vielleicht so überlegen lassen können, so, wo wäre der sicherste aller Orte? Vielleicht das Verlies, in dem wir zuletzt drin waren und da wir nur vom Thronsaal wissen, dass wir da hinkommen können, wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen? Oder vielleicht gibt es im Thronsaal irgendwie ein Hinterzimmer oder sowas? Aber gut, dann mache ich das jetzt halt alleine. Beziehungsweise das Spiel hält mal meine Hand. Es ist fein. Ich habe sie mir gewaschen. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass Mio hier irgendwo ist. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Wie oft soll ich es euch denn noch sagen? Hier ist niemand.
außer dir. Mio ist hier. Wo könnte sie sich noch verstecken? Hinter dem Gemälde! Oder auch nicht. Hinter dem Thron. Wow, es ist der Thron. Oh? Oh, wait. Oh, ich dachte erst. Oh, Spiel, du hast mit meinen Gefühlen mal wieder gespielt. Oh, Spiel, wie kannst du mir sowas antun? Ich hab gerade echt gedacht, das heißt, ich kann diese Truhe jetzt öffnen und dann springt mir da ein Gegenstand oder ein Kampf entgegen oder irgendwas anderes Cooles. Oh, Spiel, wie kannst du mir sowas antun? Okay, sie wird nicht im Vogelkäfig sein, also gucken wir da zuerst nach. Hinter Kuma, sieht das hier nicht viel unordentlicher aus als vorhin? Stimmt, jetzt wo du es sagst, hier liegt überall was rum. Das ist meine Schuld. Ich mache gerne Unordnung. Sie schaut einen nicht in die Augen und sie ist nervös, ziemlich verdächtig. Hast du Biomon nicht vorhin einen kleinen Jungen genannt? Sie wird sich nicht hinterm Thron verstecken, also sie ist in der Schatztruhe. Also erscheinen keine versteckten Gerätschaften zu sein. Und auch keine Spur von Mio. Natürlich nicht, Ihre Majestät versteckt sich nicht hier. Sie ist in einem anderen... Vergesst, was ich gesagt habe. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Wenn du weißt, wo sie ist, musst du es uns sagen. Aber ich weiß es nicht. Ja, sie ist in der Schatztruhe. Sie ist in der fucking Schatztruhe. Der sicherste Ort, obviously, ist eine Schatztruhe. Komm raus da. Moment mal. Was ist denn Agumon? War der Deckel dieser Kiste vorher nicht offen? Oh ja, ich glaube schon. Huch, ich glaube, ich habe etwas aus der Schatztruhe gehört. Das habe ich auch gehört. Nein, das bildet ihr euch nur ein. Von wegen, ich schwöre, dass ich was daraus gehört habe. Das kann gar nicht sein. Ich bin bloß über ein Steinchen gestolpert. Bist du dir ganz sicher, dass es das war? Habe ich doch gerade gesagt. Und jetzt geht mir nicht länger auf die Nerven und haut ab. Au! Hey! Ach so, sie hat mich geschubst. Sie hat mich nicht angegriffen, sie hat mich geschubst. Okay. Okay, ja, sie ist in der Schatztruhe. Gut, okay. Die Frage ist, muss ich jetzt nochmal alle Gebiete ablaufen? Der freie Kampf mit den Meramon ändert sich auch nicht. Oh, bitte sag mir nicht, ich muss jetzt hier alle Gebiete nochmal ablaufen. Also ich werde es natürlich tun, aber ich werde es so schnell wie es geht machen. Und hier zum Beispiel ist schon vorbei. Ja, hier zum Beispiel ist schon vorbei. Wäre ja schön, sowas zu hören wie, hier ist nichts mehr. Ich weiß, Programming ist hart. Aber hier zum Beispiel ist irgendwas, das spürt er. Oh Gott, ein Kampf. For fuck's sake. Oh, es könnte wieder ein Item sein. Ach, for fuck's sake. Oh, bin ich jetzt mit dem Controller an... Ja, ich bin mit dem Controller an das Mikro gekommen. Ups. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. For fuck's sake. Warum ist das Spiel manchmal... Programming und Writing ist hart. Okay. Ist fein, actually. That is, in fact, fine. I can do this. Gambardo. Yosh, ore ga iko. Ehrlich gesagt, warte, ich könnte mit allen reden. Ich muss nur die gemeinsten Antworten geben. Damn, Bro. Okay. Ich muss eigentlich nur mit denen reden und die gemeinsten Antworten geben. Und dann ist alles gut. Damn, wenn das gekrittet hätte. Fangen wir doch zum Beispiel an mit Fangmon. Was entscheidet deiner Meinung nach zwischen richtig und falsch?
eigene Ansichten? Ha, okay, ich gebe zu, ich hatte ein bisschen Spaß. Also wenn du diejenigen aus deiner Nähe als Freunde ansiehst, bist du am Ende doch allein. Leg dich nicht mit mir an. Oh, okay. Er wird also jetzt gleich einen Boost kriegen. Okay. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ja, ich komme nicht mal ansatzweise an Falcomon ran. Jemand muss mir helfen. Ah, war nur Spaß, habe ich dich reingelegt. Findest du nicht auch, dass die Tage immer so langweilig sind? Unternehmen wir es. Na los, versuche zu erraten, was ich gerade denke. Oh Gott, was war nochmal die Antwort hier? Ich glaube, eins von den beiden war die... Ah, okay. Gib mir Gegenstände. Okay, take it. Würde ich bestimmt verlieren. Finden wir es heraus. Das war es schon mal nicht, aber macht nichts. Gegenstände. Money! Oder Pflaster. Pflaster sind offenbar die Währungen hier in dieser Welt. Ich hätte digitieren sollen mit den Rest, weil dann sind die schneller. Dann wären sie schneller gewesen als Fangmon. Ich könnte versuchen, ihn zu kritten. Er müsste aber wirklich kritten. Okay, wir heilen uns. Thank you! Thank you! Okay. Er geht lieber auf Agumon. Damn, der Counter. Nice. Das wäre cool gewesen, wäre es jetzt ein Crit gewesen. Heiligen Knöchel. Be gone. Wobei das sollte... Heiligen Knöchel. Einfach ein Slap ins Gesicht. Einfach ein Slap ins Gesicht. Das war jetzt unnötig kompliziert. Gott, Agumon ist Level 40. Holy moly. Über Level so hart. Und trotzdem habe ich manchmal Probleme. Weil man muss sagen, ich habe Falcomon ja wie eine Glaskanone gebildet. Er hat zwei Machtkristalle.
Er soll einfach reingehen und Damage machen, dass er nicht so viel aushält, ist halt... Well. Okay, Schlosshof. Keine Meldung. Also muss ich davon ausgehen, dass es hier irgendwas für mich gibt, Spiel. Bitte hör auf, inconsistent zu sein. Programming und Writing is hard. I know. Programming und Writing is hard. It is fine. That is absolutely, absolutely fine. Ich muss hier suchen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Also schätze ich mal, alle Bereiche werden dasselbe sein. Saki wird mir wahrscheinlich auch nichts Neues mehr sagen können oder mir gar in die Hand drücken. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay, dachte ich mir. Gut. Okay. Dann lassen wir den Rest jetzt einfach so. Ich denke mal nicht, dass hier... Aber was ist, wenn doch, though? Aber was ist, wenn doch... Ich kann dem Spiel einfach nicht vertrauen. Es hat schon so viel Scheiße abgezogen, ne? Wie das hier zum Beispiel. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass hier was ist. Warum sagt Takuma nicht einfach wie sonst auch? Hier gibt es nichts mehr zu tun. Programming und Writing ist hart. Ich weiß. Dieses Spiel... So sehr ich es auch mag, es ist... Oh Gott. Genauso wie... Genau, was mir gerade auffällt. Nicht nur, dass das Ding hier einen Schatten haben sollte, das ist mir gerade egal. Aber seht euch mal den Fuß an. Der Fuß sieht ein bisschen merkwürdig aus. Findet ihr nicht auch? Allgemein der gesamte... Kerzenständer hier wirkt irgendwie nicht richtig. Und der Grund dafür ist, wir schauen auf ein PNG, einfach das Bild frontal von einem Kerzenleuchter. Dabei sollte er ein wenig schräg stehen und das hier sollte abgerundet sein, weil wir quasi so leicht von oben drauf gucken. Und der hier sollte allgemein so ein bisschen halt so nach oben seitlich eingeknickt sein, sodass wir seitlich von oben so drauf gucken, so ein bisschen. Ich meine, es ist fein, es ist jetzt nichts, es ist nichts Schlimmes oder so, aber hier der Kerzenständer genau dasselbe. Bei den Charakteren ist es fein, es ist okay, aber es sind die Kleinigkeiten, es sind einfach nur Kleinigkeiten, okay? Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt der Grund ist, warum das Spiel absolut kacke ist, auf gar keinen Fall. Ist mir doch gerade aufgefallen, dass da ein bisschen gespart wurde. Which is fine, okay, es ist okay. Es ist keine Kritik im eigentlichen Sinn. Es ist mir nur gerade aufgefallen. Oh, ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, die Kiste ist auf. Kann ich dieselben Verstecke mir nochmal... Ich meine, ich könnte, aber es bringt mir nichts. Okay, ich habe also streng genommen nur die Schatztruhe. Und Biomon. Ich bin wieder da. Du sagst mir noch nicht mal, dass du genervt bist, dass ich hier wieder reingekommen bin. Oh boy. Oh girl, besser gesagt. Oh girl. Öffne. Was sucht ihr an der Schatztruhe? Was soll das bitte bringen? Klingt verdächtig. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Oh ja, das ist ziemlich offensichtlich. Wir sehen uns hier nur noch ein bisschen um, okay? Nein, das ist nicht okay. Ihre Majestät ist nicht hier und sie ist bestimmt auch nicht in einer Schatztruhe. Das war ziemlich laut. Ja. Takuma, Verdächtiger geht es nicht. Wem sagst du das? Sei ehrlich, mir versteckt sich hier richtig. Die Königin würde sich niemals an solch einem Ort verstecken. Und jetzt raus hier! Ah. Wehe, du Schub... Hör auf damit! Lass mich zu der... Hör auf damit! Wie kann mich dieses kleine Digimon überhaupt so rumschubsen?
How is it possible? Oh no, ich bin wieder hier. Oh no! Was ist, wenn jetzt sich alles resettet hat? Oh, the pain! Oh, the pain! Oh, okay. Okay. Oh, warum tut mir das Spiel das an? Warum tut mir das Spiel... Oh. Okay. Nur die ersten drei Bereiche. Fuck the rest. Fuck the rest. Jetzt kann ich hier aber weiter nach rechts gucken. Das ist... Oh no, was wird sich jetzt hier was erinnern? Dieses Spiel macht mich fertig. Ist etwas, das spüre ich doch. Etwa ein Kampf? Etwa ein Kampf mit noch einem anstachelnden Item? Oh nein! So weh. Es tut einfach nur noch weh. Oh mein Gott. Bitte erlöse, erlöse mich. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Oder wie auch immer das dieses Gespräch, ja, wie dieses Gebet weiterging. Ah. Fein. We do the same thing. Und dann Autokampf, volle Power, wenn es sein muss. Wobei wir brauchen, glaube ich. Brauchen wir volle Power? Das eine ist ein Deltamon. Wenn es dreifachen Schaden verursacht, wäre eine Digitation. Ah. Oh Gott. Help. Bitte erlöst mich. Da war. Hier. Ey, ich drücke die ganze Zeit nach rechts. Energiesam, ich hätte es ahnen müssen, als ich die Gegner gesehen habe. Okay. Okay, fein. Okay, fein. Volle Power. Oh Gott. Oh. Okay. Hydanomon. Flame Breath. Ah, Fire Breath, nicht Flame Breath, okay. Ist immer noch weird, dass Floramon zu Wegimon digitiert. Oh, he's speedy. He is speed. Ja, das ist er. I take it. Items, ja, gut. Oh boy, I'm in so much pain. Es tut wirklich weh. Dieses Spiel tut mir manchmal echt weh. Immer mit diesen Resets. Und ich wette, es ist einfach das Einzige, was ich resette. Das ist einfach dieser Fight hier im Veranstaltungsraum.
Können wir bitte einfach die Truhe öffnen und mit der Story weitermachen? Warum kriege ich denn keine Meldung, dass hier nichts ist? Ah, Programming und Writing ist hart. Programming und Writing ist hart. Okay, scheiß auf den Kissen. Wir gehen jetzt direkt durch.